Und wenn er am Ende Tore schießt, ist doch egal. Mir ist es sowas von scheißegal. Selbst wenn sie jetzt Luca Toni irgendwie holen würden oder, so, oder Robert Lewandowski, der garantiert auch keine Tore. Von daher ist es mir wirklich sowas von scheißegal. Ich bin sowieso zurzeit komplett toxisch auf, was manche Leute über Hansa schreiben. Mir geht alles auf den Sack. Mir geht jegliche Negativität auf den Sack zurzeit. Aber sowas von. Wir verlieren ein Testspiel gegen Regionalligisten. Oh Gott, wir steigen ab. Das ist so schlecht. Die sportliche Führung zögert. Worauf warten wir denn? Es nervt. Jedes Mal, wenn irgendeine Transfermeldung von einem anderen Verein wie Braunschweig, Magdeburg oder so vermeldet wird, oh, da war Hansa wieder zu langsam. Warum haben wir die nicht bekommen? Alter, ich hasse es. Ich könnte so kotzen, ey. Mich nervt einfach alles momentan um Hansa. Mich nervt einfach alles. Diese Nervössein, Negativität. Es gibt Leute, die haben wirklich nicht den Sinn von Testspielen verstanden. Es gibt Leute, die bashen im YouTube-Livestream von Hansa die Spieler. Alter, mir geht wirklich alles auf den Sack. Alles. Da wird jedes Wort auf bare Münze genommen. Da kommen die immer an. Jetzt müssen wir mal einen Verteidiger holen. Das ist mal kein namhafter Spieler oder so. Sorry, dass ich jetzt nicht betrifft, Rostocker Pilz. Aber mich kotzen so eine Kommentare wirklich an. Das ist ja nicht das, was man angekündigt hat. Was hat man angekündigt? Man hat gesagt, man sucht einen Stürmer. Man hat gesagt, man sucht Abwehrspieler. Mehr hat man nicht gesagt, verdammt. Ich weiß jetzt nicht, was Marien konkret noch im Interview gesagt hat. Das habe ich mir noch nicht angeguckt, die 2 Stunden. Aber es wurde nicht nur gesagt, man sucht einen Stürmer, der sich verstärken kann. Und wer kann einschätzen, ob uns der verstärkt oder nicht, außer die sportliche Leitung, die den gescoutet hat. Nur weil man den Namen liest und da gehört hat, oh, der hat Gladbach 2 gespielt, der war nur auf der Bank. Ja, mir gehen diese Kommentare wirklich so auf, wo man sagt, ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock, einen Hansa-Talk zu machen. Weil ich keinen Bock auf die ganzen Kommentare drunter habe. Weil da nur diese pure Negativität wieder unter ist. Alles ist scheiße. Die Vereinsführung, die haben keine Ahnung. Hinterseher ist schlecht. Das ist so ein Clown. Der Trainer spielt nur scheiße. Wir verlieren die Regionalligisten. Mich nervt das eigentlich alles nur im Moment. Mich nervt das alles einfach nur. Hansa war und Sachen von Dronen einfach nur dämlich. Was meinst du damit? In Sachen von Drongen. Warum waren sie in Sachen von Drongen in dem Licht? Sag mir das mal. Bist du da näher dran? Ja, genau so ein Kommentar kann ich schon wieder kotzen. Weil sie ihn nicht geholt haben. Digga, das ist kein Fußball-Manager-Spiel. Natürlich wollte Hansa van Drongen ihn haben. Und das liegt auch nicht nur an der Ablösesumme. Natürlich hat Hansa 200.000 Euro für van Drongen in die Union bezahlt. Aber stell dir vor, da sitzt noch jemand anders am Tisch. Van Drongen selbst und der kack geldgierige Berater. Ich weiß aus sicherer Quelle von Vereinsnahen, ob das hundertprozentig wahr ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber Van Drongelen hat Hansa eine mündliche Zusage gegeben. Der Berater hat allerdings dazwischen gefunkt und gesagt, wir warten noch auf ein besseres Angebot. So, dann kannst du eins und eins zusammenzählen, dass der einfach mehr Kohle kassieren wollte. Und dann kam das Angebot von einem türkischen Erstliga-Aufsteiger, der bietet wahrscheinlich das Doppelte an Gehalt, weil eins ist klar, Van Drongelen hätte für Hansa auf viel Gehalt verzichten müssen, weil Hansa einfach nicht in der Lage war, das komplette Gehalt, was er bei Union hatte, zu stemmen, logischerweise. So, dann kommt ein türkischer Erstligist und sagt, ey, das können wir bezahlen. Der Berater sagt natürlich, jo, machen wir. Was sagst du, Rick? Und dann sagt Rick sich, oh ja, auch nicht schlecht. Weil daran merkst du halt, dass er zwar irgendwie gern bei Hansa geblieben wäre, aber halt auch nicht um jeden Preis. Das gleiche war ja schon letztes Jahr mit der Leihe. Er hat doch Hansa schon, bevor er zu Hansa gekommen ist, hat er Hansa doch schon abgesagt gehabt. Weil er zu einem Erstligisten ausgeliehen werden wollte. Hat am Ende nicht geklappt, deswegen kam er am Deadline-Day doch zu Hansa. Natürlich hat er sich dann super reingespielt, hat geil performt am Ende der Saison. Hansa hat klar und deutlich öffentlich kommuniziert, dass man ihn halten möchte. Und das Einzige, was man Hansa in diesem Fall vielleicht vorwerfen könnte, ist vielleicht, dass man sich zu sehr auf die Karte Van Drongen verlassen hat. Allerdings hatte man wohl tatsächlich jemanden in der Hinterhand, nachdem Van Drongen abgesagt hat. Derjenige ist aber durch den Medizincheck gefallen. Kann jetzt auch Hansa nicht wirklich was für, ne? Also ist auch Hansa nicht dämlich in dem Fall. Also ich kann diese Kommentare mal nicht ab, die denken so, Hansa muss einfach nur machen und dann kommen sie alle. Weil es sitzen meistens mindestens 3, wenn nicht sogar 4, 5 Parteien an einen Tisch meistens, um einen Transfer zu machen. Und am Ende muss der Spieler halt auch hundertprozentig wollen. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, Hansa kann nicht mit Geld locken. Hansa kann halt ein bisschen mit dem Strand locken, Warnemünde und so weiter und mit der geilen Kulisse. Und das war's für mich mit Thema Van Drongen. Ich will dazu nichts mehr hören. Natürlich ist es schade, dass er hier gekommen ist. Aber in dem Fall kann ich dann auch nur sagen, wenn du siehst, wo er jetzt hingewechselt ist, gute Reise. Reise soll man nicht aufhalten. Alles klar, Unik war nicht böse gemeint. War auch nicht böse gemeint. Alles gut. Aber mich triggert das schon die ganze Woche halt, ne? Und ich muss auch ehrlich gesagt heute sagen, ich bin heute auch sehr leicht reizbar. Und die Mannschaft steht jetzt auf dem Prüfstand, aber glücklicherweise sind diese Testspiele nur Bestandsaufnahme unserer Jungs, wie man spielen kann, mit wem man in die Saison gehen kann und um genügend Spielpraxis zu haben. Richtig, genau so ist es. Niemand erwartet, dass sie den Regionalligisten vom Platz fegen.
Es gibt ja viele verschiedene Trainer, die lassen in den Testspielen schon das einspielen, was sie gerne wollen. Dann gibt es aber auch viele Trainer, die in Testspielen gerade gegen unterklassige Gegner etwas ausprobieren möchten. Und deswegen braucht man auch nicht erwarten. Deswegen ist es so von scheißegal, ob du jetzt gegen BFC Dynamo 5-0 oder 1-1 spielst oder 0-2 verlierst. Es ist so von scheißegal. Du tratest trotzdem mit 0-0 Toren und 0 Punkten am Saisonstart. Das ist so. Du kannst jeden wegbumsen in der Vorbereitung und kannst trotzdem im ersten Spieltag 5-0 auf den Sack kriegen. Was triggert dich? Warum? Ach, die ganzen Negativkommentare gegenüber Hansa. Die ganzen Leute, die uns kurz zu machen. Die ganzen Leute, die sich aufregen, wie die Leistung im Testspiel ist, wie die Ergebnisse in den Testspielen sind. Die ganzen Leute, die Hansa zögern auf dem Transfermarkt vorwerfen, obwohl sie gar keine Ahnung haben, was im Hintergrund eigentlich genau abläuft. Warum? Also die Leute wissen gar nicht, warum manche Spieler nicht kommen und so weiter. Das nervt mich halt einfach. Dann wird sich aufgeregt im Internet jedes Mal, wenn Braunschweig oder Magdeburg einen Spieler verpflichtet, wird sich aufgeregt. Warum hat Hansa den nicht geholt? Jetzt wird der Markt für Hansa immer enger. Wie lange will man noch warten? Also mich nervt sowas einfach alles so komplett. Mich nervt alles so komplett. Ich habe das Gefühl, das ist so schlimm wie noch lange nicht. Und allgemein bin ich ein bisschen wahrscheinlich übermüdet und urlaubsreif. Deswegen bin ich wahrscheinlich so leicht angetriggert heute. Man muss mal überlegen, Hansa war lange in Liga 3 und es ist erst 2-3 Jahre wieder... Ist die dritte Saison jetzt richtig noch. Wir gehen jetzt in die dritte Saison, zweite Liga. Und manche Leute fordern und verlangen dieses Jahr schon, dass man einen bestimmten Mittelfeldplatz erreicht oder sonst was. Und mir ist es am Ende egal, Hauptsache wir sind wieder mindestens 14. Was sagst du eigentlich zur Situation von Johnny? Sehe ja die gesamte Fanbase diesbezüglich in zwei gebrochen. Auf der einen Seite kann ich es nachvollziehen, dass man ihn hätte etwas besser verfahren können, gerade was er die letzten Saisons für uns getan hat. Auf der anderen Seite bin ich mit denen, die auch sagen, das, was er letzte Saison getan hat, war nicht genug, um einen Verbleib zu rechtfertigen. Ja, die Johnny-Thematik. Ah, auch da verstehe ich viele halt nicht, die der Hansa den schwarzen Peter zuschieben. Ja, wie gesagt, er hat in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel für Hansa geleistet. Er hat Hansa zum Aufstieg geschossen, er hat Hansa zum Klassenerhalt geschossen. Klar. Also damit hat er sich eigentlich schon irgendwie zu einer kleinen Legende gemacht in den letzten Jahren. Vor allem, wenn man bedenkt, wie er bei Hansa gestartet ist, dass er halt auch plötzlich nach einer ganz schwachen Saison aus Duisburg kam und komplett gehasst wurde eigentlich von allen, weil es auch bei Hansa nicht funktioniert hat. Und irgendwann ist er aufgetaut und er wurde der John für Hook, den wir alle kennen und lieben gelernt haben. Dann kam jetzt letztes Jahr so eine schwache Saison von ihm, wo er A, vor dem Tor nicht mehr so souverän war wie zuletzt und B, halt sich sowas von leicht hat provozieren lassen von seinen Gegenspielern, ständig sich nur theatralisch hat fallen lassen, unsaubere Fouls gespielt hat und so weiter und so fort. Und man muss einfach sagen, er hat am Ende genauso viele Platzverweise wie Tore gehabt. Das war absolut schlecht natürlich, das wird keiner bestreiten und so weiter. Und dann sagt man, dann hat Robert Marien das ja auch ganz ehrlich gesagt im Interview, den Part habe ich tatsächlich schon gesehen. Man hat zu John Verhoek auch, also man hat offen Verhoek kommuniziert, Johnny, die letzte Saison war schlecht, nicht nur von dir allein, sondern auch von der gesamten Offensive. Und er hat dann gesagt, wir werden definitiv uns im Sturm verjüngen und Qualität dazu holen wollen. Das hat also John Verhoek gesagt. Und Verhoek hat dann laut Marien eine klare Ansage gemacht, bin ich noch gesetzt oder nicht? Diese Frage wollte er beantwortet haben. Denn John Verhoek ist ein Charakter, der sich wahrscheinlich nicht mit der Joker-Rolle zufrieden geben möchte. Er möchte gesetzt sein. Und deswegen hat er offen und ehrlich zu Hansa gefragt, bin ich gesetzt oder nicht? Und dann hat Hansa natürlich gesagt, du hast alle Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass du gesetzt bist, wir werden aber definitiv noch Personal holen. Und dann hat Verhoek selber gesagt, beziehungsweise hat man zusammen mit ihm entschieden, ey, nee, die Rolle möchte ich nicht annehmen, da möchte ich so nicht weitermachen. So in etwa habe ich es verstanden gehabt. Und dementsprechend finde ich es dann absolut sauber und in Ordnung, dass man intern das öffentlich vernünftig kommuniziert hat und Verhoek gesagt hat, du, okay, dann trennen wir uns dieses Jahr, wenn du nicht in der Lage bist, dich selber ranzukämpfen und dir deine neue Rolle anzunehmen. Und dementsprechend finde ich es grundsätzlich schade, wie es mit John Verhoek bei Hansa zu Ende geht. Aber ich kann es absolut nachvollziehen. Wir sind im dritten Jahr zweite Liga, steht zu viel auf dem Spiel. Wir können es uns nicht leisten, einen 34-Jährigen nochmal mitzunehmen. Trotz aller Vorschusslorbeeren, die er hat, aller Dienste, die er für den Verein geleistet hat, können wir uns nicht leisten, auf ihn zu bauen. So ist es einfach. So, es tut mir um den Menschen John Verhoek absolut leid. Es tut mir um ihn sowas von leid. Ich habe ihn selber lieben gelernt in seiner 17-Tore-Saison. Aber letztes Jahr war halt einfach Grütze von ihm. Und dementsprechend finde ich es sportlich absolut korrekt, dass man das sagt, dass man dann Schlussstrich zieht und sagt, Digga, wir ziehen dich jetzt nicht mehr durch. Du kannst versuchen, dich ranzukämpfen. Wenn du es nicht möchtest, dann
Da ist die Tür, danke für alles. Johnny merkt nicht so ganz, dass er auch nicht mehr der Jüngste ist. Ja, das ist ja nicht mal eine schlechte Einheit. Du, Vernerino, es bedeutet ja nicht, dass man für Hook jetzt gesagt hat, wir trennen uns, dass man Hinterseher nicht das Gleiche gesagt hat. Vielleicht hat Hinterseher dann ja gesagt, ey, ich nehme die Rolle an. Da gibt es nämlich einen kleinen, aber feinen Unterschied. Man wird zu Hinterseher auch das Gleiche gesagt haben. Digga, wir wollen hier noch einen Stürmer holen, der Stammspielerqualität hat. Entweder nimmst du eine Rolle an und kämpfst um deinen Platz oder du gehst. Johnny hat sich dazu entschieden, nee, dann möchte ich gar nicht weitermachen, dann gehe ich. Und Hinterseher sagt sie vielleicht, ey, okay, ich kämpfe hier weiter, guck mich nebenbei aber trotzdem um. Weiß man gar nicht. Das ist immer so salopp dargestellt, dass man für Hook rausgeschmissen hat und einen Hinterseher nicht. Nee, ein Hinterseher nimmt einfach die Rolle an, die er hat, und ein für Hook hat die Rolle nicht annehmen wollen. Das ist der Unterschied. Weiß man nicht sowas, ja. Aber ich denke mal, so wie es für Marien zum Ausdruck gebracht hat, sicherlich sagt er dir nicht, wird er dir nicht alle Planungen, alle Gespräche offen auf den Tisch legen. Dafür ist es halt auch intern und mannschaftsintern. Aber wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, dann merkt man ja, dass man mit allen die Ansage gemacht hat, die Offensive war letztes Jahr schlecht, wir werden uns da definitiv verstärken. Und ein John F. Hook war halt in dem Moment nicht in der Lage, seine Rolle anzunehmen und seinen Platz zu kämpfen. Ein Hinterseher ist es vielleicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir geht dieses Hinterseher-Gebäsche auch sowas von auf den Sack. Ich finde den auch nicht so stark. Ja, Hinterseher ist auch definitiv nicht so stark für das Geld, was er kriegt. Aber ich finde es einfach sowas von frech und peinlich und zum Fremdschämen, wie der im Livestream fertig gemacht wird, runtergemacht wird, der kann nichts, soll sich verpissen, bla 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 bliblub und so weiter und so fort. Das finde ich absolut lächerlich. Am Ende ist es auch nur ein Mensch. Am Ende funktioniert er wahrscheinlich so, wie er schon bei uns war. Am Ende hat er nicht die ganze Qualität, ja. Aber man darf auch nicht komplett blind durch die Welt laufen und sagen, unser Trainer und so weiter, keine Ahnung. Denn wir haben mit Hinterseher die letzten 6 Spiele in der Startelf nicht verloren. Und ihr braucht mir nicht erzählen, dass wir da nur mit 10 Mann gespielt haben. Ein Hinterseher spielt unauffällig, aber macht dafür viel für andere. Und deswegen kann ich es verstehen, dass man eher auf ihn gesetzt hat, als auf Hook in der Schlussphase. Und deswegen kann ich es auch verstehen, dass man ihn auch jetzt nicht unbedingt auf ihn setzt, aber dass man ihn jetzt immer noch einsetzt. Weil er halt für die Mannschaft arbeitet. Auch wenn es nicht so auffällig ist und für manche andere eher nur ein Fluglotse ist, der die Arme wedelt. Aber da muss man halt irgendwo mal ein bisschen intensiver da hingucken. Ich halte mich selber auch nicht für denjenigen, der komplett durchsieht im Fußballgeschäft, der die riesen Ahnung hat und so weiter. Aber ich kann das schon irgendwo verstehen, warum ein Trainer sagt, ey, auf den setze ich hier in der zweiten Liga. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, wir sind selber einfach nur Couch-Potatoes, die hier zwar alles für den Verein geben, totale Fans sind und das Herz am rechten Fleck haben für den Verein, aber wir müssen ganz ehrlich sagen, wir haben keinen Einblick in die tägliche Trainingsarbeit, wir haben keine Ahnung, was der Trainer möchte von den jeweiligen Spielern. Das kann man nur irgendwo erahnen. Und ich glaube, dann sollte man auch ein bisschen Vertrauen in die Verantwortlichen haben und sagen, die sind wahrscheinlich nicht ganz blind, die haben schon eine Fußballlehrerausbildung. Der Hinterseher wird schon irgendwas können, was ihnen den Startelf rechtfertigt. Zumal man nicht vergessen darf, dass Lukas selbst die meiste Zeit im zweiten Glied aktiv war. Aber man mich fragt, gerade mit der letzten Saison im Kopf, Hinti eher als Johnny, da er eher ein glanzloser Arbeiter ist, dafür war er durch seine Karriere hinweg bekannt. Ja, genau so. Trotzdem, wenn Spieler am Ende an ihrer Leistung gemessen und wenn Hinterseher keine Tore schießt, ist das nun mal ein großes Problem. Auch wenn wir die letzten 6 Spiele gut gespielt haben. Klar, definitiv. Auch er wird wieder am Beginn der Saison an Toren gemessen. Und wenn er in den ersten Spielen nicht trifft, dann wird er auch ganz schnell wahrscheinlich raus sein aus der Mannschaft. Wenn wir allerdings trotzdem wieder gewinnen, dann wird er auch eher irgendwo seinen Teil dazu beigetragen haben, auch wenn er kein Tor geschossen hat. Also ich spiele lieber mit einem Hinterseher, mit einem 0-Tore-Hinterseher in der Startelf, gewinne aber trotzdem dafür die Spiele, als mit einem Güler, einem Verhook oder sonst wen, der 10 Tore macht, wir aber trotzdem nur einen Punkt geholt haben am Ende der Saison. Hinterseher hat schon eine gewisse Spielintelligenz. Johnny hat in der Rückrunde mehr dumme Aktionen glänzt. Richtig, so ist es. Wenn Hinterseher 10 Tore schießt, wir die Klasse halten, dann kriegt kein Haar mehr danach. Ja, richtig, so ist es. Also ich glaube, Verhook wurde ja ähnlich fertig gemacht wie Hinterseher damals und dann hat er plötzlich gezündet. Klar, keine Garantie, dass es auch wieder klappt. Ich würde jetzt auch keine Träne vergießen, wenn Hinterseher jetzt den Verein wechseln würde. Aber im Endeffekt ist Lukas Hinterseher Spieler vom FC Rostock und bekommt meine volle Unterstützung. Auch wenn ich im Spiel dann irgendwann mal meckere, dass er eine Chance vergibt. Aber ich finde dieses Gebäsche von den eigenen Spielern finde ich zum Kotzen.